Servus und willkommen zum weiteren Part von Let's Play Final Fantasy XII, The Zodiac Age. Im letzten Part haben wir einen Mob zerlegt. So, und dann haben wir da noch so eine Magnetenschildkröte, die wir noch klatschen müssen. Also machen wir eh, wenn wir storymäßig hin müssen. Kükatrice, Morphologie. Das Küken des Gokatrice werden Kükatrice genannt. Weil sich kurz nach der Geburt selbst versorgen, ist der Schnabel extrem ausgewachsen. In einem Stadium extrem. Ist der Schnabel im ausgewachsenen Stadium extrem hart? Ihr Appetit auf Fleisch ist unersättlich. Eine Horde dieser Küken wird schließlich zu einer Bedrohung für das Ökosystem der Gizeh-Ebene. So, mit ihrer Mutter landeten die kleinen Racker auf der Mob-Abschussliste. Oder wie hat Chris Jericho gesagt? You just made the list! Gokatrice. Die ausgewachsene Form des Kükatrice. Da dieser Fleischfresser in der Gizeh-Ebene Futter im Überschuss findet, hat er sich schlagartig vermehrt. Eine Bedrohung für das Ökosystem und das Nervenkostüm der Gokatrice in der Nomadensiedlung wurde die Familie Gokatrice auf Wunsch einer Nomadin zur Jagd freigegeben. Eigentlich auf einem Kontinent im Westen zu Hause wurden Exemplare von einem unbesonderen Händler eingeschifft und aus unbekannten Gründen in der Gizeh-Ebene ausgesetzt. Ja, weil da schon wieder jemand nicht aufgepasst hat. So, und hier jetzt bitte Geschichtsanspielung an Ratten mit dem Pestfloh. Oder andere Tiere, die einfach ausgesetzt wurden. Und dann auf anderen Kontinenten verwilderten. Gibt's genug davon. Die Liste ist lang. Ja, nebenbei noch ein paar Wölfe zerlegt. Da wollte ich lang. Nämlich nach Narbena. Genau, haben wir uns aber noch nicht umgeguckt. Habe ich mich nicht umgeguckt auf Screen. Gut so. Erstmal den Telekristall aktivieren. Ja, was falls du das? Dann schauen wir jetzt rein in Narbena Stadt. Die Narbena Festung. Ganz schön viel Betrieb dort, würde ich mal behaupten.
erstmal hier alles verhökern. Vielleicht ein Technikenhändler. Ein Gambit-Stand. So, da. So, was hat der denn? Langschwert zu kämpfen, Kapella, Hammer. Würde mich aber 900 kosten. Gut, Telepokristalle habe ich eh noch. Weil der Part wird jetzt komplett auf die Vorbereitung sich abziehen für den darauffolgenden. Tja, ist wieder einer dran gekriegt worden. Aber jetzt geht's eigentlich nur darum, ja. Items zu farmen. Vor allem, wir müssen ja noch Barsch mit einer guten Brecherwaffe versorgen. Schauen, ob wir noch eine stärkere Armbrust kriegen. Ein paar noch mal ein bisschen die Defense hoch. Bisi, was steht an? Bisi, was steht da noch an? Macht sich auch nicht alles von alleine. Nice 10er Serie. Wolf oder Wolf-ähnliche in einer Serie zerlegt. Auf die konzentriere ich mich jetzt am ehesten, auf die Wolf- und Wolfsähnlichen, wie zum Beispiel Hyänen, Wölfe. Da muss ich in dem Fall auf 99er Masse gehen. Also dementsprechend ist jetzt nur Farmen angesagt. Je mehr wir schaffen, desto besser. Und natürlich dürfen wir die Gil nicht vergessen. Brauchen wir ja schließlich. Gil müssen wir in Waffen investieren. Gil in Waffen. Und Rüstung. Und Tränke. Wir haben ja eine... Der Siegkändlerin haben wir eh schon jede Menge Tränke abgekauft. Ach, den lassen wir mal lieber. So, die lassen wir da auch mal ihr Leben rollen.
Weil wir lassen mal einfach die Cockatrice Cockatrice sein. Den Kaktor lassen. Und den Kaktor lassen wir Kaktor sein. Euch habe ich gesagt, lasse ich ja sein. Wow, ich entscheide im Training über Leben und Tod. Falle ich jetzt in die Kategorie Götter, weil ich über Leben und Tod entscheide? Kappa. So, man zieht es nämlich wieder zurück auf die Ebene zu kommen. Und mein Ziel sind eigentlich nur Hyänen. So, Geld. Nochmal Geld, 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 Geld. Komm in meine Taschen. Nice. Jetzt haben wir sogar auf Gold gefarmt. Das heißt, da hat's mit richtig draufgehauen. Lass ich den Bangerjäger Bangerjäger sein. 29er Serie, nice. Jetzt schaffen wir noch einen 50er Rekord. Freuen wird's mich. 30? Boah. Jetzt haben wir einen berühmten Verräter. Oder Zinker, oder wie man es auch immer nennt. Nämlich 31 soll ja der berühmte Zinker-Paragraph sein. Oder der berüchtigte. So, da ich nur auf die Hyänen gehe. Den ich mich hier farmtechnisch eh schon dumm und dümmer verdiene. So, sonst lasse ich ja mal alles schön leben. Jetzt will ich eine Kette an Hyänen aufbauen. Ach, sein Brot ist ausgelaufen. Boah. Hoffe, das wirft gut Geld ab. Dass ich mich nur auf Wölfe und Hyänen konzentriert habe. Das ganze Geld brauchen wir sowieso. Wie ich schon gerade eben gesagt habe, ich will nämlich noch einen Hammer für Barsch haben. Noch eine fettere Rüstung für Wahn unter anderem. Da kann ich ja mal kurz nochmal Lizenzen gucken. Knochenrüstung, Schildreflex, Willenskraft, alles was man so braucht. So, hier komme ich bei Bar 4 nicht weiter. Hier haben wir auch schon mal schwere Rüstungslizenz. So, gibt Fran schon mal größere Armbrust.
Und Barsch kann neue Schilde tragen. So, dann machst du noch 5 für die 50er-Serie. Und je höher die Serie ist, desto seltener werden auch die Items, die Monster droppen. Was du mir die Wölfe. So, rette Kaktus. Nice! 50er-Serie. Na, geht doch! Weil ich mich jetzt nur auf Wölfe und Hyänen konzentriere und das schraubt mir die Serie so richtig hoch. Dadurch ändert sich sogar die Münze. So, hier haben wir das gehabt. Hier hatten wir den kleinen Inter. Und einfach nur wackelt. Der wackelt und sich seines Lebens erfreut. Was wohl, boah, bei den Wölfen nicht so der Fall ist. Die sich wohl hier gerade alles andere als ihres Lebens erfreuen, würde ich mal behaupten. Was? Potion habe ich hier schon wieder auf Maximum. Irgendwann kommt so die Situation, da brauche ich, kann ich die Potions nicht mehr gebrauchen. Und da geht es dann einfach nur noch um High Potions, X Potions, Mega Potions. So, 30 Gil. Okay, hier gibt's nix. Es fängt alles mit einem Beutel an, dann wird Silber. Dann Gülden, dann richtig fett Gülden. Und man kriegt schon mal einen Schutz wie kurzzeitig Protes, weil man so viel Monster zerlegt hat. Aber lass uns mal kurz ins, Windstein, Feuersteine und Wolfsfälle. Die ich sowieso alle brauchen kann. Kommen sie hin, kommen sie ran, sagt man so schön. Können wir das überbieten? Ich glaube locker. Einfach nur hallo und tot. Da gab es mal vor einer langweiligen Clip bei mir auf meinem Twitch-Kanal mit hallo, ja, so tot. Ungefähr so geht es den Wölfen gerade. Bloß, dass die Wölfe in der Rolle des Master Yi sind. Den ich ja öfter spiele in League of Legends. So ein kleiner Andeutung. Überlege ich gerade für meinen 6. Charakter, ob ich aus dem nicht einen weiblichen Yi mache. Aber hey, über sie. So, den lasse ich mal lieber pennen und die soll jemand anders ohrfeigen. Die macht mir nur Serie kaputt. Bei dem heutigen Part, wie schon gesagt, geht es einfach nur darum. Items zu holen. Yeah.
Und je mehr Wolf oder wolfsähnliche Monster wir zerlegen, desto mehr kriegen wir davon. Da waren schon 70. Ach, eine Phönixfeder nebenbei. Das macht der Vorteil von hohen Monsterserien aus, dass die eben die Items im Überfluss bringen. Und Items sind Geld, Geld ist Waffen, Waffen sind mehr Bums. Das ist immer so ein Kreis. Hat auch seinen Vorteil, eine 80er-Serie an Wölfen zu haben. Den lassen wir mal in Ruhe. Wackling, da hat eh kein Boss mehr. Dem sagt hier die unschuldigen reisenden Pranks. Also dementsprechend ist der Martin fort. Könnte sogar noch eine 100er-Serie werden. Hier ein Wolfsfell, da ein Wolfsfell. Yeah. 86, das ist die Nummer 87. Noch 13 haben wir eine 100er-Serie an Wolf und wolfsähnlichen Monstern zerlegt. Da waren es nur noch 12. Also vor allem, wenn wir dann eh weiter vorrücken, dann, ja. So, Potion nehme ich. Obwohl ich keinen Platz mehr für habe. Also die Herren fallen buchstäblich wie die Fliegen. Ich nicht wissen, wie viel ich da noch vorgegangen kann. Erste Truppe ist Wahn, der erste, der die 1000 HP knackt. Der erste Taui an HP ist immer was Besonderes. Und irgendwann kommen die Tauis dann, als wäre das das Normalste auf dem Erdball. Siebenundneunzig. Viel ist nicht mehr, dann haben wir die 100. Der da. 100. Nice.
Dann haben wir 843 Gil. Einen Hammer könnten wir uns jetzt verkaufen für Barsch. Dann kriegt Devin schon mal seine Waffe her. Und der Part wie schon jetzt einfach nur Vorbereitung für den nächsten. Würde ich den jetzt angreifen, würde ich mir eine ganze 100er Serie fetzen. Und das Buch Der Weg war umsonst. Kennt jeder. Ja, du einfach die Kanickel. Ja, nicht den Wölfen das Fell über die Ohren ziehen. So, jetzt schauen wir nochmal Lizenzen. Ah, der nächste, der an seine zweite Technik rankommt. Weil jetzt sag's mal so, die zweite Technik kann, gibt da mehr Bums und es gibt mehr mächtigere Techniken, wie wir es ja schon beim Kampf gegen die Mobs gesehen haben. Unter anderem Le Totes Abde. Und wie sie alle heißen. Ja. Sag's mal so, den Bums hätte ich ein bisschen früher gebraucht. Ja, mit einer 117er Serie macht sich's da erstmal Schluss. Dann verkaufen wir das ganze Zeug beim Waffenhändler. Das war jetzt einfach nur. Ja, ich bin den ganzen Weg von Rabanast über Gisa hergefetzt. Wobei, laufen kann man nicht reden. Fetzen ja. Da kann eh keiner tragen, so ein Kapella Hammer haben wir schon, Magierkiller braucht keiner. Armbrust haben wir, eine Rute braucht keiner, Augstock auch nicht. Danke, we're leaving. So, Buckler. So, beide haben auch einen Buckler, das ist gut.
Nö, den lassen wir mal lieber liegen. Dann kommen wir wieder nach Rabanastu zurück. Falls wir da noch in der Zwischenzeit ein oder andere Monster umhauen, können wir wieder Geld machen. Ist eine schöne... schöner, in sich geschlossener Kreis. Ich könnte auch teleportieren, um Zeit zu sparen. Aber ich will farmen. Ich sollte ja auch LP und EP farmen. Auch wenn das jetzt schwer wird. Schnapp mir die Monster eh bloß, um die LP zu holen. Dass wir da im nächsten Part gar keinen Stress mitschieben. Es wird. Wir werden sowieso noch. Jetzt fallen die Hasen wie die Fliegen. So gut wie alles außer diese Werwölfe fallen jetzt wie die Fliegen. Also die Dreckwolle, Wassersteine, bringt alles Geld ein. Eine Schriftrolle, ja. Die kriegen wir für 18k. 18k ist jetzt noch viel Geld. Vor allem, weil wir gerade mal ein Sechstel davon haben. Ja gut, die haben nicht bemerkt, dass ich das Pferdchen umgelegt habe. Warte mal, ich könnte ja auch über die Westwüste Dalmastras gehen, dann bin ich nämlich gleich am Westtor. Gib mir mal eine Weltkarte. Westwüste Dalmastras, wenn ich von dahin komme, muss ich nach da oben, dann bin ich... Vom Galtea-Hügel muss ich in die Sandfelde. Das ist der Drachenort, das ist der falsche Weg. Ne, ich muss von der sonnenverbrannten Erde, muss ich in die Felsfalte und dann muss ich in den Galtea-Hügel. Gut. Heißt einfach gesagt, wir rennen jetzt mal alles zusammen. Oder da. Da wollte ich lang.
Ja. Weil ich mich ein bisschen fern. Gut. Erstmal alles wieder mit Potions voll machen. So, Westwüste, dein Maskers. Da muss ich einfach nur runter rechts und dann bin ich schon wieder am Galtea-Hügel. Haben wir gleich mal alles zusammen. Das war doch ein bisschen viel, würde ich mal sagen. So, gab's irgendwas? Ja! Und Bro, in Anerkennung, dass du herausfindest, in einem Serienangriff eine 50er-Serie. Nice. Monsterkatalog. Ivalice, die drei Kontinente Valendia, Ordalia und Kermon bilden gemeinsam die Welt Ivalice. Die eine Region mit üppiger Natur und wunderschönen Jahreszeiten gesegnet sind. Die einzelnen Klimazonen sind beeinflusst von der Dichte der Atmosphäre zwischen Myst. Auf Ivalice gibt es verschiedene Rassen, die ihre eigenen Kulturkreise gebildet haben. Unter ihnen sind Hume, die mächtigsten, sie werden quasi wie Menschen. Die Welt dreht sich primär um ihre Ideen und Taten. So, da. Da geht's im nächsten Part rein. Werde ich immer abspeichern. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.